Heute werde ich eines meiner Lieblingsbücher mit dem Titel »So denken Millionäre« von Harv Eker zusammenfassen. In dem Buch spricht Eker über 17 Hauptunterschiede zwischen reichen und armen Menschen. Bitte denken Sie daran, dass ich, wenn ich Millionär sage, die Menschen meine, die ihre Millionen auf legale, ethische und moralische Weise verdient haben. Und wenn ich arm sage, dann soll diese Formulierung nicht herabsetzend sein. Praktisch war ich fast mein ganzes Leben lang arm. Wenn ich arm sage, beziehe ich mich auf eine Denkweise. Unterschied Nummer 1. Reiche Menschen werden auf Grundlage von Ergebnissen bezahlt. Arme Menschen entscheiden sich dafür, nach Zeit bezahlt zu werden. Ich werde ganz offen mit ihnen sein. Niemand kümmert sich darum, wie viel Mühe sie in etwas stecken. Es zählen nur ihre Resultate. Ihren Kunden ist es egal, dass sie hunderte von Stunden in die Entwicklung eines Produkts gesteckt haben. Oder glauben sie, dass Kunden ein minderwertiges Produkt kaufen werden? Nur weil sie viel Mühe investierten? Nein, natürlich nicht. Was Kunden interessiert, ist das Ergebnis. Wenn es gut ist, werden die Kunden es kaufen, auch wenn sie persönlich als Produzent wenig Zeit investieren mussten. Zum Beispiel, Ihnen ist es egal, wie viel Mühe und Zeit ich in dieses Video gesteckt habe. Wenn das Video gut ist, werden Sie weiterschauen. Wenn nicht, werden Sie einfach auf ein anderes Video klicken. Die Tatsache, dass ich über 200 Stunden an diesem Video gearbeitet habe, ist für Sie irrelevant. Die Tatsache, dass ich einen Fehler gemacht habe und deshalb zusätzliche Zeit aufwenden musste, ist irrelevant für Sie. Sie interessieren sich wirklich nicht dafür. Und ich habe keine Möglichkeit, Sie zu zwingen, dieses Video anzusehen. Nur weil ich mir viel Mühe damit gegeben habe. Der Autor sagt, wenn Sie Ihren wahren Wert kennenlernen wollen, dann arbeiten Sie für das Ereignis, nicht für das Gehalt. Reiche Menschen glauben an ihren eigenen Wert und an ihre Fähigkeit, Ergebnis zu liefern. Arme Menschen tun das nicht. Und deshalb ist ein festes Gehalt für sie sehr wichtig. Unterschied Nummer 2. Reiche Menschen denken groß. Arme Menschen denken klein. Haben Sie jemals gesagt, ich hoffe, dass ich nächsten Monat ein paar hundert Euro extra sparen kann, um Schulden zu tilgen? Oder ich hoffe, dass ich diesen Monat keine zusätzlichen Ausgaben habe, damit ich bis nächsten Gehalt durchkomme? Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, dann denken Sie klein. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es ist nicht verkehrt, Schulden zu tilgen oder sparen. Wenn jedoch Ihr Ziel nur daran besteht, ein paar hundert Euro zu sparen, dann werden Sie das wahrscheinlich schaffen, aber keinen Deut mehr. Das ist ein kleines und langweiliges Ziel. Niemand wacht morgens aufgeregt auf und sagt, was für ein schöner Tag, ich darf hart arbeiten und Schulden bezahlen. Der Autor meint dazu, Sie müssen groß denken und sich groß und anregende Ziele setzen, wenn Sie reich werden wollen. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, gehe ich davon aus, dass Sie ein unternehmerisch denkender Mensch sind. Die Definition von Entrepreneur ist eine Person, die Probleme für Menschen mit Gewinn löst. Und das stimmt, denn ein Unternehmer ist nichts anderes als ein Problemlöser. Würden Sie also Probleme lieber für viele Menschen lösen oder lieber für wenige? Wenn Sie mit viele antworteten, dann müssen Sie anfangen, in größeren Dimensionen zu denken und sich entscheiden, einer großen Anzahl von Menschen zu helfen. Tausenden oder sogar Millionen. Je mehr Menschen Sie helfen, umso reicher werden Sie. Das ist der Grund, warum Leute wie zum Beispiel der Autor selbst, Bill Gates und Jeff Bezos reicher sind als Sie und ich. Sie haben größere Probleme gelöst und Millionen von Menschen geholfen. Unterschied Nummer 3. Reiche Menschen denken, warum wählen, wenn ich beides machen kann? Arme Menschen denken entweder oder. Arme Menschen denken, dass es nicht genug gibt und man nicht alles haben kann. Reiche Menschen denken, es gibt für jeden und von allem genug. Und sie können alles haben, was sie wirklich wollen. Arme Menschen glauben an Knappheit. Reiche Menschen glauben an Überfluss. Wollen Sie eine erfolgreiche Karriere oder eine tiefe Beziehung zu Ihrer Familie? Wie wäre es mit beidem? Wollen Sie sich auf das Geschäft konzentrieren oder Spaß haben und spielen? Wie wäre es mit beidem? Wollen Sie eine blonde Freundin haben oder eine begrünte? Wie wäre es mit beidem? Das letzte war ein Scherz. Aber Sie haben den Punkt verstanden. Reiche Leute wollen immer beides. Arme Leute entscheiden sich immer für eines. Arme Menschen sehen die Welt als einen Kuchen und glauben, jeder nimmt sich ein Stück, dann ist es aufgegessen. Reiche Menschen hingegen sehen die Welt als riesiges Buffet. Sobald etwas aufgebraucht ist, legt die Kellnerin nach und man kann so viel essen, wie man will. Arme Menschen glauben, dass sie zwischen Geld und den anderen Aspekten des Lebens wählen müssen. Müssen sie allerdings tatsächlich zwischen Geld und Glück wählen? Nein, nein, natürlich nicht. Geld ist wichtig und Glück ist auch wichtig. Sie können natürlich beides haben. Viele Menschen haben negative Gefühle gegenüber Geld und Reichtum. Sie denken, Geld verdirbt den Charakter. Deshalb sind sie überzeugt, wählen zu müssen, zwischen Reichtum und ein guter Mensch zu sein. Also entscheiden sie sich für einen guten Charakter und bleiben arm.
Wahrscheinlich haben Sie schon einmal jemanden sagen hören: Diese Person hat sich wirklich verändert, nachdem sie reich geworden ist. Oder Geld diesen Menschen sehr geändert. Ich glaube wirklich, Geld verändert sie nicht. Geld offenbart nur ihre echte, wirkliche Persönlichkeit. Wenn Sie ein freundlicher Mensch sind und machen viel Geld, dann sind Sie ein freundlicher, reicher Mensch. Wenn Sie gerne anderen Menschen helfen, gibt Geld Ihnen die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein Idiot sind, macht viel Geld zu einem reichen Idioten. Wenn Sie böse Dinge tun, nachdem Sie reich geworden sind, dann waren Sie vorher auch schon ein schlechter Mensch. Mehr Geld zeigt nur in vermehrtem Ausmaß Ihren wirklichen Charakter. Unterschied Nummer 4. Reiche Menschen legen den Fokus auf Chancen, arme Menschen auf Hindernisse. Das ist meine Favorit. Wenn immer ich eine neue Idee habe, teile ich es mit den Leuten, um ein Feedback zu erhalten. Es kommt so gut wie nie vor, dass jemand, dem lauter möglicherweise auftretende Probleme einfallen, auch die Chancen der Idee erkennt. Fast immer sagen sie, dass ich scheitern werde. Und exakt so denken die Armen. Sie sehen ständig Hindernisse, Risiken und konzentrieren sich immer auf die eventuellen Probleme, während reiche Menschen sich Chancen konzentrieren. Arme Menschen treffen Entscheidungen, die auf Angst basieren. Ihr Verstand ist ständig auf der Suche nach, was hier oder dort falsch läuft oder schiefgehen könnte. Die primäre Denkweise ist, was, wenn es nicht funktioniert? Oder noch häufiger, es wird nicht funktionieren. Sich der Risiken bewusst zu sein, ist logischerweise wichtig. Natürlich kümmern sie sich um die Probleme, wenn sie auftauchen. Aber sie lassen sich nicht von der Angst um den Problemen aufhalten. Wenn sie sich auf Probleme konzentrieren, werden sie Probleme erhalten. Wenn sie sich auf Chancen konzentrieren, werden sie Chancen erhalten. Das ist ein einfaches und universelles Gesetz. Unterschied Nummer 5. Reiche Menschen umgeben sich mit positiven, erfolgreichen Leuten. Arme Menschen verkehren mit negativen oder erfolglosen Menschen. Einfach gesagt, wenn sie mit den Adlern fliegen wollen, quaken sie nicht mit Enten. Wenn es ihr Ziel ist, reich zu werden, dann studieren sie reiche Menschen, umgeben sie sich mit reichen und erfolgreichen Leuten und nehmen sich diese zum Vorbild, tun sie das, was diese tun, lesen sie, was sie lesen. Es gibt einen Grund, warum sie reich sind. Ein Beispiel: Wenn Sie einen erfolgreichen neuen YouTube-Kanal erstellen wollen, suchen Sie erfolgreiche Kanäle in Ihrem Thema und studieren, warum diese Erfolg haben. Studieren Sie, welche Art von Inhalte Sie erstellen, wie lang Ihr Videos sind, welches Stil Sie verwenden. Wenn Sie genau die gleichen Maßnahmen ergreifen und genau den gleichen Denkweise an Tag legen, stehen die Chancen gut, dass Sie sehr ähnliche Ergebnisse erzielen. Wenn ich diesen Rat gebe, kommen mir sehr oft Aggressionen entgegen und mir wird gesagt: Sie wollen also, dass ich einfach andere Leute kopiere? Sie wollen, dass ich unoriginell bin? Sie wollen, dass ich einfach die Arbeit anderer Leute stehle? Nein, ich sage nichts von alledem. Aus irgendeinem Grund wollen die Leute heutzutage Mark Zuckerberg sein und das nächste Facebook erfinden. Wenn Sie eine gewöhnliche Typ sind wie ich, dann haben Sie besser Chancen auf Erfolg, wenn Sie sich die erfolgreichen Leute zum Vorbild nehmen. Das bedeutet nicht, dass Sie unoriginell sind. Wenn Sie sich zum Beispiel entscheiden, die Zusammenfassung des genau gleichen Buches zu erstellen, wie in diesem Video, genau das gleiche Anschauungsmaterial verwenden und genau die gleiche Hintergrundmusik, wird Ihr Inhalt trotzdem einzigartig sein, weil Sie einzigartige Stimme haben und Ihre persönliche Art und Weise, Dinge zu erklären. Selbst wenn Sie derselbe tun, wird Ihr Inhalt dennoch anders sein als meiner. Übrigens, wahrscheinlich haben Sie bemerkt, dass es breit viele Kanäle gibt, die genau das Gleiche machen wie ich, und trotzdem wird dieser Kanal wachsen. Missverstehen Sie mich bitte nicht, ich versuche nicht, mit mir selbst zu prahlen oder zu sagen: Schaut mal, Leute, wie toll mein Kanal ist. Der Grund, warum ich von mir selbst spreche, ist, dass Sie und ich uns gut miteinander identifizieren können. Wenn ich Ihnen das Beispiel von Jeff Bezos gebe, dem Gründer von Amazon, wird es für Sie wahrscheinlich schwerer sein, sich mit seiner Geschichte zu identifizieren. Aber Sie und ich, wir sind zwei einfache Typen, die versuchen, sich zu verbessern. Eine weitere Beschwerde, die mir oft entgegnet wird: Ich kenne keine Reichen, wie also könnte ich mich mit solchen umgeben? Es ist ganz einfach, Sie müssen diese Personen nicht persönlich kennen. Sie können ihre Bücher lesen, ihre Videos ansehen. Sie können vielleicht Arnold Schwarzenegger nicht bitten, mit Ihnen anzuhängen, damit Sie ihn studieren können und in Form kommen. Aber raten Sie mal, er hat hunderte von Videos ins Netz gestellt und ein Buch geschrieben. Warum also nicht sein Buch lesen und seine Videos anschauen? Ich persönlich habe keine reichen Freunde in meinem Umfeld. Die Autoren dieser Art von Bücher sind für mich reiche Freunde. Ich gebe mich mit diesen Menschen ab, indem ich ihr Bücher lese, ihr Videos anschaue und ihre Podcasts anhöre. Unterschied Nummer 6. Reiche Menschen wissen genau, was sie wollen und sind entschlossen, es zu erreichen.
Arme Menschen hingegen wollen einfach nur reich sein. Stellen Sie sich vor, ein Freund und Sie sind gemeinsam in einer größeren Stadt unterwegs und wollen ein Sandwich essen. Ihr Freund geht auf den Stand zu und sagt: "Hallo, ich würde sehr gerne ein Sandwich essen." Höchstwahrscheinlich wird der Verkäufer verwirrt sein und fragen, welches Sandwich Ihr Freund möchte, da es die unterschiedlichen Sandwiches gibt. Das ist genau dieselbe Vorgehensweise arme Menschen, wenn es darum geht, reich zu werden. Sie wollen einfach nur reich sein. Aber sie haben nicht die geringste Vorstellung davon, wie ein reiches Leben für sie aussehen könnte. Wenn sie nicht genau wissen, welches Sandwich sie wollen und dem Verkäufer die Wahl überlassen, dann werden sie mit Sandwich leben müssen, welches sie erhalten. Nun stellen Sie sich vor, Sie gehen auf dieses Mädchen, das die Sandwiches verkauft, zu und sagen: "Hallo, ich möchte ein Thunfisch-Sandwich mit geräuchertem Käse, aber bitte nicht dieses helle Brot, sondern geben Sie mir bitte das dunkle mit den Sonnenblumenkernen. Bitte ohne Zwiebeln, dafür mit Gurke und Tomate und das Brot bitte getoastet. Raten Sie mal." Höchstwahrscheinlich werden Sie genau das erhalten, was Sie bestellt haben. Genauso senden reiche Menschen keine unklaren Botschaft aus. So etwas tun nur Arme. Der Hauptgrund, warum arme Menschen nicht bekommen, was sie wollen: Sie haben überhaupt keine Vorstellung davon, was sie wollen. Um an ihr Ziel zu gelangen, müssen sie konkrete Vorstellungen davon haben, wie ihr Ziel aussieht. Für mich zum Beispiel bedeutet ein reiches Leben, die Freiheit zu haben, wann und wo ich will zu arbeiten. Ich will es mir leisten können, wann immer ich Lust dazu habe, mir ein Taxi zu nehmen, denn ich fahre nicht gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich kann es nicht leiden. Verschwitzt bei einem wichtigen Meeting anzukommen. Wenn ich in ein Restaurant gehe, möchte ich aus der Speisekarte alles auswählen, ohne auf den Preis achten zu müssen. Dann ist es mir wichtig, mindestens zweimal im Jahr mit meinen Eltern in den Urlaub fliegen zu können, unabhängig von den Kosten. Ich will den Menschen in meiner Umgebung helfen, wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ich möchte am Dienstag um 11 Uhr aufwachen, im Park spazieren gehen und das ohne Druck und schlechtes Gewissen. Ich möchte in der Lage sein, tagsüber ein Fitnessstudio zu besuchen und so lange trainieren, wie es mir in diesem Moment zusagt. Das ist mein reiches Leben und ich habe meinen persönlichen Plan, wie ich dorthin komme. Unterschied Nummer 7: Reiche Menschen sind bereit, für sich und ihren Wert zu werben. Arme Menschen denken negativ über Verkauf und Werbung. Ich will es so erklären: Wenn Sie ein Heilmittel für eine Krankheit hätten, würden Sie es vor einer Person verstecken, die daran leidet? Ich glaube nicht. Wenn Sie daran glauben, dass das, was Sie anbieten, wirklich helfen wird, dann ist es Ihre Pflicht, es zu promoten. Es ist Ihre Pflicht, es bekannt zu machen. Wenn Sie nicht dafür Werbung machen, verursachen Sie sogar Schaden. Vielleicht ist Ihr Produkt das, welches mein Leben verändern könnte. Aber wenn Sie es nicht werben, verweigern Sie mir die Chance auf die Veränderung meines Lebens. Die Abneigung gegen Werbung ist eines der größten Hindernisse für Erfolg. Menschen, die Probleme mit dem Verkaufen und Werbung haben, sind in der Regel pleite. Wie können Sie ein großes Einkommen in Ihrem Geschäft erzielen, wenn Sie nicht bereit dazu sind, die Leute wissen zu lassen, dass Ihr Produkt oder Ihr Dienstleistungen existieren? Egal, welche Arbeit Sie verrichten, Sie müssen gut im Verkauf und Werben sein. Fast jeder Aspekt unseres Lebens beinhaltet Verkaufen. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Partner davon zu überzeugen versuchen, lieber essen in ein Restaurant als in den Supermarkt zu gehen, dann verkaufen Sie. Wenn Sie Ihre Tochter zu einem Studium überreden wollen, dann verkaufen Sie. Tatsächlich verkaufe ich gerade in diesem Moment. Ich verkaufe Ihnen mein Video und Sie bezahlen es mit Ihrer Zeit. Sie bezahlen mit Minuten aus Ihrem Leben. Und ich schäme mich nicht, Ihnen mein Video zu verkaufen. Ich schäme mich nicht, es zu bewerben und Sie aufzufordern, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Ich bin stolz, weil ich weiß, dass meine Videos und die dran besprochenen Bücher die Macht haben, Ihr Leben nachhaltig zu verbessern. Unterschied Nummer 8: Reiche Menschen glauben, ich erschaffe meine Leben. Arme Menschen glauben, das Leben ist das, was passiert. Wenn sie ihren Reichtum erschaffen wollen, müssen sie überzeugt sein, das Ruder in der Hand zu haben. Arme Menschen fahren als Beifahrer durchs Leben. Reiche Menschen hingegen sitzen immer hinter dem Steuer. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es normalerweise die armen Leute sind, die viel Geld beim Lottospielen ausgeben? Sie investieren alle ihre Hoffnung darin, dass jemand einfach ihren Namen aus einem Hut zieht und sie mit Geld und Wohlstand beschenkt. Arme Menschen rechtfertigen ihre Situation, so der Autor Eker. Sie sagen Dinge wie: Geld ist nicht wichtig, Glück und Liebe sind wichtig. Diese Art von Vergleich ist nicht korrekt. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Ist Ihnen Ihr Bein oder Ihr Arm wichtiger? Wahrscheinlich sagen Sie jetzt: Was für eine dumme Frage. Natürlich ist beides wichtig. Und Sie haben damit absolut recht. Beide Gliedmaßen, Arme und Beine, sind wichtig. Genauso verhält es sich mit Geld und Glück.
Beides ist zur selben Zeit wichtig. Geld und Liebe sind beide wichtig. Nahrung und Wasser sind beide wichtig. Arme Menschen beschuldigen andere für ihre Lage und glauben fest daran, dass andere verantwortlich wären. Sie verhalten sich immer wie Opfer. Ich habe zwei Cousine, die im selben Dorf aufgewachsen sind, in dieselbe Schule gingen, dieselbe Lehrer hatten und beide hatten arme Eltern. Heute ist einer von ihnen sehr erfolgreich und der andere nicht. Und noch interessanter ist, dass beide die gleichen Gründe für ihre aktuelle Situation anführen. Der arme Cousin macht die schlechte Schulbildung, die arme Eltern, die Regierung und das System für seinen Misserfolg verantwortlich. Genau dieselbe Argumentation benutzt mein reicher Cousin als Begründung für seinen Erfolg. Er sagt, ich wusste, dass das Schulsystem schlecht war und meine Eltern arm und deshalb habe ich angefangen, mich selbst zu bilden und neue Dinge zu lernen. Damit schiebt er die Verantwortung nicht anderen zu. Das ist ein weiterer Grund, warum die Armen arm sind. Sie beschweren sich. Wenn Menschen sich beschweren, konzentrieren sie sich auf das, was in ihrem Leben falsch läuft. Wer sich auf Dinge konzentriert, die falsch laufen, wird mehr davon erhalten. Unterschied Nummer 9. Reiche Menschen verwalten ihr Geld. Gut und arme Menschen verwalten ihr Geld falsch. Geld ist nur wie ein Werkzeug, wie ihr Computer oder Telefon. Sie brauchen nur zu lernen, es richtig zu verwenden. Wir verbringen viele Stunden damit zu lernen, einen Computer richtig zu benutzen. Aber wenn es um Geld geht, dann ignorieren dieselben Leute diese einfache Tatsache und wollen kein Buch in die Hand nehmen, um zu lernen, wie Geld funktioniert und wie man es verwaltet. Für mich ist das verrückt, denn wir opfern jeden Tag unsere unwiederbringliche Lebenszeit im Tausch gegen Geld. Wenn es darum geht zu lernen, wie man das verdiente Geld verwaltet, scheitern so viele Menschen. Dabei sollte man denken, so viel wie sich arme Leute über ihre Finanzen beschweren, wäre es ihnen wichtig, die Grundlagen darüber zu lernen. Das ist jedoch so gut wie nie der Fall. Reiche Menschen sind nicht schlauer als Arme. Sie haben nur andere und förderliche Geldgewohnheiten. Um Geld zu meistern, müssen sie Geld verwalten. Zu sagen, ich fange an, mein Geld zu verwalten, sobald ich Geld habe, ist vergleichbar mit einer übergewichtigen Person, die sagt, ich fange an, Sport zu treiben und Diät zu halten, sobald ich 20 Pfund abgenommen habe. Erst müssen sie lernen, mit dem Geld umzugehen, das sie haben. Als Folge davon werden sie dann mehr Geld machen und dieses noch besser verwalten. Wenn ihr Sohn es nicht einmal schafft, mit seinem Fahrrad anständig umzugehen, würden sie ihm einen teuren Sportwagen kaufen? Natürlich nicht. Die gleiche Logik gilt für das Universum und sie selbst. Das Universum sagt, solange du nicht zeigst, dass du mit dem, was du hast, umgehen kannst, wirst du nicht mehr bekommen. Der Autor sagt sinngemäß, auch wenn du dir Geld leihst, um zu leben, musst du immer noch lernen, wie du mit dem geliehenen Geld umgehen kannst. Das Wichtigste ist, ihre Geldmanagementmuskeln zu trainieren, um entsprechende Gewohnheiten zu entwickeln. Aber zunächst muss man diese Gewohnheiten eben erst einmal aufbauen. Ein Beispiel. Wenn es ihr Ziel ist, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, damit sie 100 Kilo drücken können, müssen sie zunächst lernen, die 1 Kilo Hantel zu schaffen. Erst dann werden sie ihr Ziel, die 100 Kilo, erreichen können. Wenn es nicht zu ihrer festen Gewohnheiten wird, von der Couch aufzustehen und trainieren zu gehen, werden sie ihr Ziel, 100 Kilo zu drücken, nie schaffen. Um ihr Geld gut zu verwalten, empfiehlt der Autor, 5 Konten anzulegen. Ein Investitionskonto, ein Spielkonto, ein Bildungskonto, ein Spendenkonto und ein Ausgabenkonto. Legen Sie 10% Ihres Einkommens nach Steuern auf Ihr Investitionskonto. Dieses Konto ist die sprichwörtliche Gans, die goldene Eier legt. Ecker empfiehlt, den gleichen Betrag 10% auch auf ihr Spielkonto zu legen. Das Geld auf dem Spielkonto muss am Ende des Monats für spaßige Aktivitäten ausgegeben werden. Das Ausgeben und die Dinge, die Sie dafür erhalten, müssen Ihnen Freude bereiten und Sie glücklich machen. Wenn Sie nur sparen und keinen Spaß haben, sabotieren Sie sich und Ihre Chancen, reich zu werden. Unterschied Nummer 10. Reiche Menschen sind größer als ihre Probleme. Arme Menschen sind kleiner als ihre Probleme. Das Geheimnis für Erfolg ist: Versuchen Sie nicht, Ihre Probleme zu vermeiden oder loszuwerden. Das Geheimnis ist, sich selbst so weiterzuentwickeln, dass Sie größer als jedes Problem sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie reich oder arm sind. Unabhängig davon werden Sie immer mit Herausforderungen konfrontiert. Die Größe des Problems spielt keine Rolle. Was zählt, ist Ihre Größe. Je größer die Probleme sind, mit denen Sie lernen, umzugehen, desto größer wird das Business, das Sie handhaben können. Sie werden mit mehr Verantwortung, mehr Mitarbeitern und mehr Geld umgehen lernen. Dinge, die wir Probleme nennen, sind eigentlich nur Situationen. Wir selbst machen sie zu einem Problem. Beziehungsweise manche Menschen machen sie zum Problem.
Andere sind gar nicht betroffen. Wie kann es sein, dass genau dieselbe Situation für den einen ein Problem ist, für den anderen aber nicht? Es kommt auf die Person an. Es kommt auf sie an. Sie können gefeuert werden und den ganzen Tag deprimiert sein und sich beschweren. Oder sie können ihre freie Zeit nutzen, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Unterschied Nummer 11. Reiche Menschen sind aufgezeichnete Empfänger. Arme Menschen sind schlechter Empfänger. Ein schlechter Empfänger ist eine Person, die nicht gut daran ist, etwas empfangen zu können. Und was empfangen wir? Wir erhalten Lob, Komplimente, Geld, Geschenke und viele andere Dinge. Viele von uns haben Schwierigkeiten, solche Dinge anzunehmen. Der Autor sagt, dass wir auf diese Weise konditioniert wurden. Wir sind aufgewachsen und haben Dinge gehört wie: Das ist falsch. Du machst es nicht richtig und was hast du getan? Jeder dieser Sätze verstärkt das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und sich nicht genug zu fühlen, ist ein Grund, warum wir schlechte Empfänger sind. Nehmen Sie von nun an alles an, was Ihnen jemand anbietet. Wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie gut aussehen, dann sagen Sie Danke statt: Was? Nein. Ich sehe heute furchtbar aus. So einfach ist das. Sagen Sie einfach Danke und nehmen Sie das Kompliment an. Eka sagt: Es ist lustig, als ich pleite war und einen Penny auf dem Boden sah, habe ich mich nie gebückt, um den Penny aufzuheben. Jetzt aber, wo ich reich bin, hebe ich alles auf, was nach Geld aussieht. Dann gebe ich ihm einen Kuss als Glücksbringer und erkläre laut: Ich bin ein Geldmagnet. Unterschied Nummer 12. Reiche Leute spielen das Geldspiel, um zu gewinnen. Arme Menschen spielen das Geldspiel, um nicht zu verlieren. Im Sport gewinnen Mannschaften, die nur verteidigen und nicht angreifen, deutlich seltener. Unglücklicherweise spielen die meisten Menschen das Geldspiel in der Defensive. Es geht ihnen in erster Linie ums Überleben und nicht um Reichtum und Überfluss. Arme Menschen wollen genug Geld haben, um Rechnungen zu bezahlen. Ihre Absichten haben Auswirkungen. Raten Sie jetzt einmal, was passieren wird, wenn es Ihre Absicht ist, genug Geld für Ihre Rechnungen zu haben. Dann werden Sie genau das in Ihr Leben holen. Keinen Cent mehr. Sie müssen hochzielen. Sie müssen nach den Sternen greifen, um wenigstens den Mond zu treffen. Der Autor sagt: Wenn es Ihr Ziel ist, bequem zu sein, werden Sie wahrscheinlich nie reich werden. Aber wenn es Ihr Ziel ist, reich zu sein, wird das Ende sehr bequem sein. Unterschied 13. Reiche Menschen lassen ihr Geld hart für sich arbeiten. Arme Menschen arbeiten hart für ihr Geld. Eka sagt: Ich stimme zu, dass man für sein Geld arbeiten muss. Aber für reiche Menschen ist diese Situation nur vorübergehend. Für arme Menschen hingegen ist sie unendlich. Reiche Menschen glauben, dass sie zuerst hart arbeiten müssen, damit das Geld ihren Platz einnehmen kann und dann hart für sie arbeitet. Sie wissen auch, je mehr ihr Geld arbeitet, desto weniger Arbeit müssen sie selbst leisten. Erstes Ziel sollte es sein, so schnell wie möglich finanziell frei zu werden. Eka definiert finanziell Freiheit auf eine einfache Art und Weise. Finanziell Freiheit ist die Fähigkeit, den Lebensstil zu leben, den Sie sich wünschen, ohne arbeiten zu müssen oder von jemandem für Geld abhängig zu sein. Und wie ist das möglich? Kurz gesagt, Sie sind finanziell frei, wenn Ihr passives Einkommen Ihre Ausgaben übersteigt. Vielen Menschen können nicht zwischen reich sein und finanziell frei sein unterscheiden. Sie denken, dass man erst reich sein muss, um finanziell frei zu sein, aber das ist nicht der Fall. Finanziell Freiheit kommt zuerst, weil sie einfacher und schneller zu erreichen ist. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Ist es einfacher, eine Leiter zu besteigen, die nur 10 Sprossen hat, oder eine Leiter, die 1000 Sprossen hat? Natürlich ist es einfacher, die Leiter mit 10 Sprossen zu erklimmen, richtig? Mit dieser Analogie können wir sagen, dass finanziell frei zu werden, wie das Erklimmen einer Leiter mit 10 Sprossen ist, und reich zu werden, wie das Erklimmen der Leiter mit 1000 Sprossen. Beginnen Sie zuerst, das leichtere Ziel zu erreichen, und werden Sie finanziell frei. Sobald Sie das passive Einkommen haben und für niemanden mehr arbeiten müssen, können Sie diese freie Zeit nutzen, um reich zu werden. Eka sagt in seinem Seminar: Eine seiner Studentinnen erkannte, wenn sie einfach ihre Wohnung vermieten und an einen billigeren Ort ziehen würde, ihr passives Einkommen aus der Miete ausreichen würde, um alle ihre Ausgaben zu decken. Folglich könnte sie sogar noch Geld sparen. Und genau das hat sie getan. Sie vermietete ihre Wohnung, zog an einen günstigeren und exotischeren Ort und wurde finanziell frei. Erst dann begann sie, ihr Geschäft aufzubauen und reich zu werden. Konzentrieren Sie sich also zuerst auf 10 Sprossenleiter und schaffen Sie genug passives Einkommen, damit Sie nicht für jemanden anderen arbeiten müssen. Sobald das erledigt ist, können Sie über den Rest nachdenken. Es gibt zwei Hauptquellen für passives Einkommen. Die erste ist Geld, das für Sie arbeitet. Dazu gehören Gewinne aus Kapitalanlage, wie Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten, deren Wert steigt. Die zweite wichtige Quelle für passives Einkommen ist ein Business, das für Sie arbeitet.
Dazu gehören laufende Einkünfte aus Geschäften, die nicht Ihre persönliche Anwesenheit erfordern, damit Ihr Geschäft läuft und Ihnen Einkommen bringt. Immobilien sind ein typisches Beispiel. Unterschied Nummer 14. Reiche Menschen konzentrieren sich auf ihr Nettovermögen, arme Menschen auf das Einkommen durch ihre Arbeit. Wenn es um Geld geht, ist die häufigste Frage, wie viel verdienen sie? Die Frage, wie hoch ist ihr Nettovermögen, hört man so gut wie nie. Eine kleine Anzahl von Menschen spricht aber so, Reichtum wird am Nettovermögen gemessen und nicht am Arbeitseinkommen. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Um Ihren Nettowert heraufsetzen, müssen Sie nur den Wert von allem, was Sie besitzen, zusammen mit Ihrem Bargeld und Ihren Investitionen wie Anleihen, Immobilien, dem aktuellen Wert Ihres Unternehmens, wenn Sie eines haben, sowie den Wert Ihres Wohnsitzes, wenn es Ihr Eigentum ist, addieren und dann alles abziehen, was Sie schulden. Der Nettowert gilt als das ultimative Maß für Reichtum, denn bei Bedarf kann Ihr Besitz zu jeder Zeit in Bargeld umgewandelt werden. Nachdem Sie Ihr Nettowert gerechnet haben, zeichnen Sie eine senkrechte Linie auf ein Blatt. Setzen Sie 0 an den unteren Rand der Linie und schreiben Sie an den oberen Rand der Linie Ihr gewünschtes Nettovermögen. Sagen wir 1 Million Dollar. Wenn Sie das getan haben, setzen Sie Ihr aktuelles Nettovermögen auf diese Linie und sehen Sie, wie weit Sie von Ihrem Wunschbetrag entfernt sind. Von Zeit zu Zeit monatlich oder jedes Quartal überprüfen Sie diese Zeile und aktualisieren sie. Selbst wenn Sie im Monat bei 0 oder im Minus sind, würde ich trotzdem empfehlen, diese Übung zu machen, denn was beachtet wird, wird verstärkt. Unterschied Nummer 15. Reiche Menschen handeln trotz Angst. Arme Menschen lassen sich von Angst aufhalten. In seinem Buch spricht Eker über die Manifestationsformel. Diese Formel gesagt Folgendes. Gedanken erzeugen Gefühle. Gefühle führen zu Handlungen. Handlungen zu Ergebnisse. Ein Beispiel. Wenn Sie an ein Nusshörnchen denken, dann erzeugt das ein Gefühl des Verlangens nach einem Nusshörnchen. Sie stehen auf, gehen in eine Bäckerei und kaufen sich Ihr Nusshörnchen. Wenn sich dieser Vorgang ständig wiederholt, nehmen Sie zu. Gedanken und Gefühle sind Teil Ihrer inneren Welt. Übergewichtig zu werden ist Teil Ihrer äußeren Welt. Aktion ist die Brücke zwischen der inneren und äußeren Welt. Wenn es keine Taten gibt, dann sind Ihre Gedanken und Gefühle über das Reichsein nutzlos. Viele Menschen lesen diese Art von Bücher, um reich zu werden, aber die meisten von ihnen ergreifen keine Maßnahmen und wenden das Gelernte nicht an. Es geht nicht darum, wie viele Bücher sie lesen. Es geht darum, wie viel von dem Gelesenen sie im wirklichen Leben anwenden. Lesen aber nicht entsprechend zu handeln ist, als würde man sich den ganzen Tag das Bild einer hübschen Frau auf Facebook ansehen, anstatt sie auf einen Kaffee einzuladen. Wenn das Handeln eine so wesentliche Rolle beim Erreichen von Erfolg spielt, was hält uns davon ab, diese Handlung durchzuführen? Angst, Furcht. Zweifel und Sorgen sind die häufigsten Hindernisse, nicht nur für den Erfolg, sondern auch für Glück. Einer der größten Unterschiede zwischen reichen und armen Menschen ist, dass die Reichen immer noch bereit sind zu handeln. Selbst wenn sie Angst verspüren und sie sich unwohl fühlen. Arme Menschen hingegen lassen sich von der Angst aufhalten. Sie wollen sich nicht unbehaglich fühlen. Wenn sie bequem sind, wird ihr Leben ungemütlich werden. Wenn Sie allerdings bereit sind, zu tun, was unangenehm ist, wird Ihr Leben mit der Zeit sehr bequem werden. Furcht und Unbehagen sollten Sie nicht aufhalten. Angst ist nur ein Produkt des Verstandes. Ihr Verstand ist ein Angstdetektor und kein Erfolgsdetektor. In dem Moment, in dem Sie anfangen, etwas Unbequemes zu tun, wird Ihr Verstand Ihnen 1000 schreckliche Dinge aufzählen, nur um Sie aufhalten. Unser Verstand ist der größte Schöpfer von Horrorgeschichten. Ihren eigenen Verstand zu trainieren und zu managen, ist die wichtigste Fähigkeit, die Sie jemals besitzen werden. Um Ihren Verstand und Ihre Angst zu dominieren, empfehle ich Ihnen, zu meditieren und ein Buch mit dem Titel Jetzt – Die Kraft der Gegenwart zu lesen. Sie werden auf diesem Kanal demnächst von diesem Buch mehr hören. Freuen Sie sich darauf. Unterschied Nummer 16. Reiche Menschen lernen und wachsen ständig. Arme Menschen denken, dass sie schon alles wissen. Eker sagt, die gefährlichste drei Worte sind: Ich weiß, das. Die Frage ist, woher wissen Sie, dass Sie etwas wissen? Hier ist die Antwort: Wenn Sie es leben, wissen Sie es. Anderenfalls haben Sie davon gehört, gelesen oder Sie reden darüber. Aber Sie wissen es nicht. Ehrlich gesagt, wenn Sie nicht reich und glücklich sind, besteht eine gute Chance, dass es noch eine Menge Dinge gibt, über die Sie mehr lernen können. Geld, Erfolg und das Leben. Bedenken Sie, wenn Sie nicht so erfolgreich sind, wie Sie es gerne wären, gibt es etwas, was Sie nicht wissen.
Wenn Sie nicht reich sind, bedeutet das, dass es eine Menge neuer Dinge gibt, die Sie lernen und anwenden müssen. Wenn Sie weiterhin das tun, was Sie immer getan haben, werden Sie weiterhin das bekommen, was Sie immer bekommen haben. Unterschied Nummer 17. Reiche Menschen bewundern andere reiche und erfolgreiche Menschen. Arme Menschen ärgern sich über jene, die reich und erfolgreich sind. Als ich in der Highschool war, gab es einen sehr reichen Mann. Und immer, wenn ich ihn mit seinem neuen BMW durch unsere Nachbarschaft fahren sah, konnte ich viele negative Geschichten über sein luxuriöses Leben hören. Wann immer ich herumfragte, ob sie wüssten, womit er seinen Lebensunterhalt verdiene, konnte mir niemand eine genaue Antwort geben. Aber fast jeder nahm an, dass er irgendeiner kriminellen Tätigkeit nachginge und böse wäre. Einige Jahre später, während meines Praktikums, hatte ich die Gelegenheit, mit dieser Person zu sprechen, und ich erfuhr, dass er den größten Teil seiner Kindheit in Armut verbracht hatte. Das motivierte ihn, hart zu arbeiten, und schließlich wurde er Geschäftsführer. Nachdem ich diese Person kennengelernt habe und seine Lebensgeschichte hörte, wurde mir klar, dass arme Menschen auf den Erfolg anderer mit Missgunst, Eifersucht und Neid reagieren. Das war der letzte der 17 Punkte, die den Unterschied zwischen arm und reich ausmachen. Weitere Videos sind in Vorbereitung. Bitte schreiben Sie mir Ihren wichtigen Punkt oder die wichtigste Lektion aus diesem Video in den Kommentar. Wenn Ihnen dieses Video gefallen und geholfen hat, vergessen Sie bitte nicht, den Like-Button zu drücken und meinem Kanal zu abonnieren. Es hilft dem Kanal sehr und motiviert mich, mehr Bücher zusammenzufassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.